als nächste Rednerin an Bord Waltraud Dietrich vom Team Stronach. Geschätzte Frau Präsident, geschätzter Herr Minister, Hohes Haus, meine Damen und Herren. Selbstverständlich bekommt man auf Anfrage die genauen Zahlen seitens des Ministeriums, wie viele Flüchtlinge, anerkannte Flüchtlinge, noch keinen Job haben, auf einen Job warten oder erst integriert werden müssen. Aber wir wollen das monatlich ausgewiesen haben. Und das wollen wir aus einem ganz bestimmten Grund, weil uns nämlich die Zahlen von Schweden sagen, dass es riesige Probleme mit der Integration gibt. Da gibt es eine Studie, wo nach 10 Jahren noch 48% der Menschen, die nach Schweden gekommen sind, der Migranten, noch immer keinen Job haben und nach 15 Jahren noch immer 40% nicht im Arbeitsprozess sind. Und ich glaube, wir müssen alles dran setzen, mit vereinten Kräften, wenn jemand hier ist und einen Asylstatus erhalten hat, da muss er integriert werden. Da müssen wir schauen, dass er einen Job findet und arbeitet. Zuwanderung ins Sozialsystem ist aus unserer Sicht der falsche Weg. Wenn es uns nämlich nicht gelingt, die Menschen zu integrieren, dann haben wir Ghettobildungen, wo Radikalisierung Platz greift, wo Menschen ihr eigenes kriminelles System aufbauen. Und das alles, meine geschätzten Damen und Herren, das wollen wir auf keinen Fall. Das heißt, wir wollen, dass jene, die hier sind, in den Arbeitsprozess eingebunden werden, so rasch wie möglich. Und wir wollen auch, dass sie ein wichtiger Teil in der Gesellschaft werden und dass sie nicht in Ghettos in der sozialen Hängematte liegen. Meine geschätzten Damen und Herren, Schweden ist genau das Beispiel, das uns zeigt, dass nicht alles Gold ist, was glänzt. Der Economist sagt, da gibt es eine Bevölkerungsschicht, die dauerhaft nur vom Sozialstaat lebt, die überhaupt nach irgendeiner Zeit nicht einmal mehr daran denkt, selbstständig ein Einkommen zu erwirtschaften. Und der Economist sagt auch, dass Hunderttausende gescheiterte Integrationen in Schweden sind. Das sollte uns zu denken geben und deshalb diskutieren wir auch in einem anderen Bereich, wo wir glauben, dass eine Schraube nachzudrehen ist. Und Kollege Lobatka hat das ja im Bereich der Mindestsicherung angeführt. Und nachdem er heute schon die blaue Krawatte herumgebunden hat, bringe ich jetzt einen Entschließungsantrag ein, der dieses Lobatka-Modell fixiert, weil wir sehen wollen, ob die ÖVP nicht so wie immer große Töne redet und im Endeffekt anders handelt. Aus diesem Grund bringe ich unseren Entschließungsantrag der Abgeordneten Dietrich betreffend Österreich braucht eine einheitliche Mindestsicherungsregelung ein, weil das ganz, ganz wichtig ist, dass es nämlich nicht einen Fremdenverkehr dort in jenes Bundesland gibt, wo es am meisten, wo man am meisten Sozialleistungen erhält, dass die Mindestsicherung so gestaffelt ist und so ausgelegt ist, dass eine Motivation vorherrscht zu arbeiten. Und ich glaube, aus dieser Motivation heraus können wir alle gemeinsam mehr bewegen. Der Entschließungsantrag lautet, der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung wird aufgefordert, dem Nationalrat ehestmöglich eine Gesetzesvorlage zuzuleiten, welche einheitlich für Österreich folgende Maßnahmen vorsieht. Erstens, Deckelung in der Höhe von 1.500 Euro aller Geldtransferleistungen. Zweitens, die verpflichtende Umstellung auf Sachleistungen, Direktzahlungen und Geldleistungen im Verhältnis 50:50 im ersten Jahr. Drittens, nach einem Jahr die verpflichtende Reduktion der Geldleistungen um 25% nur für Personen, die am Arbeitsmarkt voll zur Verfügung stehen. Wer arbeitsfähig, aber nicht arbeitswillig ist, dem sollen Leistungen gekürzt werden.
Das soll auch für Integrationsunwillige gelten. Viertens, einen Wiedereinstiegsbonus als finanziellen Anreiz zum Wiedereinstieg. Fünftens, die Gleichbehandlung von Asylanten, die nie in das österreichische System einbezahlt haben, mit Österreichern, die jahrzehntelang Beiträge für das Sozialsystem geleistet haben, ist zu beenden. Ich gehe davon, ja, Herr Kollege, wir haben deine Leitfaden aufgegriffen und ich bin schon neugierig, wie ernst es der ÖVP ist. Danke. Per Antrag fordert Waltraud Dietrich vom Team Stronach eine einheitliche Mindestsicherungsregelung für Österreich, sodass man sich nicht das Bundesland aufgrund der Höhe der Sozialleistungen aussuchen könne.